Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu der Hunter 2015 mit dem Clicky und dem Randy. Hallöchen. Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht, da hatte ich dann doch noch ein Männle geschossen von den Dings, das kam irgendwie von hier, fragt mich nicht warum, das wurde mir komplett woanders angezeigt, aber egal. Hier ist eine Spur. Und wir gehen jetzt weiter, wo machen wir denn mal hin? In, hier so. 27 bis 52 Minuten. Das ist aber eine lange Zeit. Oh, da hat was Ah, geschrien. Survival. Ist drüben auf der anderen Insel, aber. Wir gehen ja einfach mal auf den Berg und gucken mal. Oh ja, Dino, willst du einen Pilz? Ja, ich will auch mal einen Pilz. Ich hab noch nie einen Pilz. Ja, ist wie Fliegenpilz. Also, Fliegenpilz. Guten Hunger. Hau ich mir rein. Ja, aber noch einmal bitte. Weitergehen. Ja, ich hab direkt drauf gezeigt. War so Fliegenpilz. Oder ist es auf Englisch noch? Naja, ein Fly, eine irgendwas. Fly, eine Möhne. Die Anemone mal wieder. Oh ja, guck mal in die Maus. Lupp, da huscht sie rum. Mal gucken, ob wir hier oben auf dem Berg was finden. Ja, Oh, was da war hoch schon das? mal ein Weipiti. Weiblich, ja, die sind oben direkt auf der Bergspitze. Wo kann ich mir anzeigen lassen, wie lange mein Duftstoff noch? Den da Geht auf auf den den Duftstoff Duftstoff drauf. drauf. Oh, dann habe ich wohl nichts mehr. Dann Ja, sprühe ich mich der mal ein. zieht immer noch eine halbe. Drüben ist eine Spur. Ich habe eine Spur. Müssten eigentlich direkt hier oben nach der Bergkante müssen die hier rumstehen. So laufen. Die Spur geht noch da unten. Gut, wir wissen nicht, ob es ein Einzeltier ist. Aber normalerweise sind das Herdentiere. Herdentiere, Herdentiere. Oh, schon 7 Abschüsse immerhin, Mensch. Gute Runde. Also, typisch für die Karte. So, jetzt da runter. Also, so im Moment. Ey, scheiße. Habe ich auch gerade gefunden. Mal gezogen oder was? Alter. War ich erschrocken. Wegen was denn? Es ruft? Das muss doch eben sein. Ich habe gerade Wapiti-Rufe gemacht. Müsste dann hier hochkommen. Da gehen wir noch. Ach komm, wir gehen auch ein Stück drauf zu. Denke nämlich, dass es ein Einzeltier ist. Oh, da ist er. Stopp. Also stopp. Genau da vor uns. Das ist doch mal ewig weit entfernt. Ah, es kommt hier drüben rum. Roosevelt Elch. Da lege ich mich mal ein. Ob man es sehen würde vielleicht hier. Weit, doch 33 Meter noch.
260 bis 360 Kilo. Weiblich. Wo denn? Ja. Da. Kommt jetzt gleich her. Hm, sehen. Ich sehe sie. Und? Was sagst du? Wir bräuchten einen vierten Spieler. Oh, soll ich mal drauf schießen? Nö, 17 Meter. Hochzeit. Einfach liegen bleiben. Ich wollte gerade sagen, ey, Alter, willst du nicht mal schießen? Also, wir haben halt die besten Klamotten jetzt anguckt, wenn du dich hier herlegst, ne? Hast du ein bisschen Erde, ein bisschen Gras drin, das ist das Beste eigentlich. Wenn du dich jetzt auf den Boden legst. Eieiei, da ist ganz schön viel kaputt gegangen. CSS, na gut, weil Weibel, gell? Ja, das schlägt halt durch, aber direkt unterhalb hier vom Brustkorb. Aber dadurch, dass es Pfeil ist, ist es trotzdem noch human. Ja, kannst du trotzdem, ist trotzdem besten Trophäenwert. Ein Pfeil zerreißt ja halt nicht so viel, ne? Ja, da gucken wir mal. Ja, theoretisch, der wird aber durchgeschossen sein, oder? Dann kannst du da wieder benutzen. Ja, wenn er durchgeschossen ist, ne? Dann musst du ihn erstmal finden. Ja. Läufst du mal 2 Meter weiter. Also die Armbrust schießt du circa mit, also die Pfeile, die dies verschießt, Pfeile oder eher Bolzen, das sind so circa 370 km/h schnell. Oh, das wäre mal eine Aufgabe. Hm, da rennst du eine Weile. Drüben ist noch eine Spur. Ich kann noch mal rufen, vielleicht antwortet uns noch eins. Mhm. Oh, hat ja, da antwortet ein komplett anderes Tier, das ist auch nicht verkehrt. Aber es könnten ja schon ein paar in der Nähe sein. Schau mal hier, das ist ja ehrlich. Haben wir noch eine andere? Und es wäre ich. Mhm. Bin noch leider kein. Ne. Drüben, es geht die Spur vom zweiten lang. War das bei Pitti wahrscheinlich wirklich nur komplett alleine? Wurde es schon mal aufgescheucht wahrscheinlich? Getrennt. Oder haben die das ja so mit den Kürbissen gemacht, dass E-Kürbis eh Handelspoint ist? Nee. Naja. Nee, nee. Dann hätten sie es auch rauslassen können. Gab's auch schon letztes Jahr. Hm. Da hätten sie es rauslassen können. Ne, das ist immer so eine Aktion halt. Es gibt halt auch verschiedene Kürbisse, die du sammeln kannst, ne? Achso. Mhm. Wie halt die Pilze auch. Die haben ja auch keinen Sinn. Naja, aber die kannst du ja nur das Anzeichen lassen etc. Deswegen sind ja Pilze im Endeffekt auch ohne Sinn. Obwohl doch, wenn du Sammelobjekte, fließen da aber ein Handelsgürtel auch mit ein, oder? Ne. Ne. Haben keinen Einfluss aufs Spiel. Aber wir tun es einfach mal mit rein. Da ist einer, warte. Nein. Oh, ein prächtiges Geweih. Den Tisch ist auch hier. Den schieße ich mir jetzt aber. Ah ja, mhm. Noch ein bisschen vorkommt, ist er dran. 380 bis 490 Kilo. Ist gut. Ja, eine 490 Kilo, vergleichen das mal mit Dings. Mit einem Guck mal, ob du vielleicht noch einen siehst. Nö. Nee. Die waren komplett getrennt. Deswegen haben wir jetzt einzelnes Weibel und einzelnen. Kann ich? Oh, du kannst. Ja, die Rose. Ich warte, bis er nochmal anhält, vielleicht. Die Rose-Eck-Viecher, die sind wirklich schön. Mit ihren Gewehren.
Weil die haben doch den größten Geweih, die du haben kannst, oder? 190 bis 355er Score wurde angezeigt. Bei mir? Nee, wenn ich den analysiert habe aus der Weide. Also die Sichtung. Ah, okay. Na, schauen wir mal, was es vom Brachtkerl war. Was schön wieder dunkel draußen, ist gerade noch um 5 oder so. Ach, der Winter. Na, kurz vor 6, kurz vor halb 6. Also so 400 Kilo wird er locker überschritten haben. 450 wahrscheinlich. 447. Da war ich mit 450 gar nicht schlecht. Na, CSS 72. Aber 338er Score, das ist nicht schlecht. Nehmen wir mit. Da liegt halt leider ein Kürbis von Dino. Wo denn? Da! Ah, da. Und den Kürbis haben sie ja lustig platziert. Das sehen geil aus, die Kürbisse. Mitten im Wasser. Ja, weil jetzt hätten wir das mal im Dunkeln gespielt, jetzt früh im 6. zum Beispiel, aber weiß, ob die da geleuchtet hätten. Das wäre cool. Ja, früher aber im 6. Aber es sind übelst ja viele dunkel. Spuren hier. Ja, am 19. Event brecht es hier ab 19 Uhr, ne? Ne, ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr hört es ja hier auf. Hier wird es ja nicht richtig finster. Ja, aber sehr dusig. Weißt du, noch bei Hirschfelden war das doch schon. Welche recht. Zeit haben wir denn überhaupt hier? Ingame, siehst du auf dem PDA, 11:48. Ach ja. Und Kliggy, wie sieht's aus? Ja, wie soll's aussehen? Wir können auch mal den Berg hochgehen, aber. Auf der anderen Seite denke ich mal, also, ne, die werden ja die Schüsse eher unbeeindruckt überstanden haben, aber so lange wird wahrscheinlich die Folge nicht mehr gehen. Ach, wir können gerne mehr aufnehmen im Voraus, ist mir relativ, wenn wir gerade eh nicht zu tun haben. Aber Tino will ja auch mal ein paar andere Tiere sehen. Das hat er nie gesagt. Ach so, hat er nicht? Das heißen. Wir hätten ja noch eine Sumpflandschaft, eine wunderschöne. Willst du wenn ich mal deinen Playmobil-Turm aufbauen oder was? Beispiel. Oder was hätten wir noch? Ein paar Hasen. Lass mal. Und kleine Hasen. Esse ich zwar extrem gerne. Die sind aber einfach zu schießen. Wenn du findest. Wenn du findest, würde man. Luftgewehr halt. Also auf so einen 27 Zoll Bildschirm ist gar nicht so einfach zu finden, ne. Sieht aber deswegen auch gut aus. Jo. Oh, guten Tag, Moment. Tag, Moment. Ja, ja, ich bin ja gerade, ich komme gerade hier, der Forstarbeiter. Siehst du hier ein schöner Bonsee? Da fährt er durch. Schwein, du konzentrierst dich gerade beim Spielen, ne? Jetzt gerade den anvisierenden Hirn, ja, rauscht so ein Kettengerät durch. Ja, ja. Das mit den Steinböcken ist eigentlich auch ganz lustig gewesen, aber die waren halt immer etwas schwer zu kriegen dann, wenn sie ziemlich weit weg waren, ne? Naja, das, wo wir mit Harald gespielt haben, das war wirklich doof, die Position da oben drauf. Das war wirklich doof. Ja. Weil man da einfach nicht rankam, aber ansonsten geht das ja. Die sollen ja eigentlich, wenn die umfallen, sollen die ja eigentlich runterrutschen. So ist es ja eigentlich gedacht. Das Problem war ja bloß damals diese komische Anschräge, wo die dann halt liegen geblieben sind. Oh, noch ein Kürbis. Da musst du dich halt, ne? Musst du halt so schießen, dass und du dir das halt rutschen. Vorher überlegen. Ja. Ja. Jetzt aber ganz schön Nuff jetzt, Kliggy, hä? Eine Maus! Das suchen die Steinböcke. Die ganze Fangen. Und der Kürbis sieht irgendwie anders aus, ja. Was ist gelber? Ein Yellow Pumpkin. Ja, das ist ja schon. Da gibt's doch noch irgendeinen, der ist übelst dunkel. So den hatte ich glaube ich auch schon. Also richtiges Drecksorange. Ne, braun. Ja, oder braun halt, ne. So, ja, guck, jetzt haben wir eine Aussicht hier, Tino. Guck mal hier noch ins Tal. Wow. So, das ist wie Drecks. Ist ein Traum. Ist ein Traum, Kliggy. Träumle. Gut, das, ne? Träume, sagt er.
Da ist ein Vogel, den werde ich erstmal erschrecken. Puh. Das ist kein Vogel. War nur Stein. Alles klar. Ist fürs Gleiche. Nur Stein oder Vogel. Aber hier sind übelst viele Spuren. Ja, das könnten die Vapitis gewesen sein. Ilikaka. Ne. Riech mal dran. Wartzwedelhirsch. Wartzwedelhirsch. Vor 8 bis 31 Minuten. Oh, innerer Kreis wird angezeigt. Mal ein bisschen aufpassen hier, oder? Alter, 12 Millionen Spuren hier. Ist gut, wenn ich die analysiere, ne? Oh, die waren ja schon flüchtend. Immer schön analysieren, weil dann wird das Tracking halt verbessert. Also du kannst dann irgendwann die Clicky halt sehen, wie viele Minuten die Spur alt ist, etc. etc. Oder an der Spur schon sehen, ob sie Männle oder Weibe war. Oder so. Das mit der Uhrzeit, also mit den Zeiten, ist halt der Vorteil, dass du nicht so einer uralten Spur nachher rennst. Ja. Wow, wo sind sie? So viele Spuren, wie hier waren. Also, er war auf jeden Fall flüchtend. Bär? Hier ist halt ein bisschen schwieriger, jetzt was zu entdecken. Ne? Es ist halt immer so offen. Da wirklich, da. Was ist denn das, Alter? Inaktive Spur und das Ding schlägt nach allen Richtungen aus. Erst aller nach Osten, dann auf einmal nach Westen, jetzt ist er wieder nach Norden. Da versucht dich einer zu rollen. Er läuft um dich rum, du siehst es nicht, weil er mal hinter dir steht. Das Länder. Das Länder. Dafür ist es Zelle. Dafür ist Zelle. Oh, da hab ich gehört. Wie sind du noch schreien jetzt hier? Weiblicher Schwarzwittelhirsch. Ja, also weiblicher. Die ist halt schüchtern. Ach, die Heimatländer, wie sind da hier weiter? Ach, oder Bär sind in dieselbe Richtung unterwegs. Tausende von Spuren hier, aber kein Viehzeug. Das ist ja komisch. Wo ist da der Spur? Nee, kann ich auch so. Oh, wir sind bei 19. Na gut, meine lieben Zuschauer, dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Mal gucken, wie es dann weitergeht, ob man auf der Karte jetzt hier weiterspielt noch ein Stück oder ob man eben dann. Das war schon eine schlechte, ich habe nämlich hier gerade was noch. Wieder. Was Neues fangen. Na gut, in diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.